Ich begrüße Sie ganz herzlich heute bei meinem Vortrag zum Thema Open Geodata für Ulm, ein Ansatz für das Crowdsourcing von Geodaten auch für Nicht-OSMler. Ganz kurz zur Gliederung meines Vortrags. Erstmal eine kleine Einleitung, wer ich bin, woher ich komme, womit ich mich beschäftige. Dann geht es schon gleich unmittelbar darum, was eigentlich ein Mapit Ulm-Projekt ist, wie es entstanden ist, welche Gedanken da dahinter stecken und welche Ziele es verfolgt hat. Eine kleine Architekturskizze zum Projekt wird die technischen Hintergründe ein bisschen erleuchten, wie die Kommunikation im Projekt stattfindet, wie das Ganze eigentlich auch funktioniert, also technisch gesehen funktioniert. Weiter geht's mit einer Demo-Aktion zu bereits durchgeführten Projekt Zeig mir deinen Lieblingsplatz. Eine Live-Demo ist leider derzeit nicht mehr möglich, weil das Projekt schon bereits abgeschlossen ist. Und die Seite ist zwar immer noch online und da kann also jederzeit angesehen werden, aber das Eintragen ist zwar jetzt also deaktiviert, da kann nichts mehr eingetragen werden. Geht es weiter dann mit Projektergebnissen. Es wird gezeigt, was eigentlich erreicht wurde, ob alle Ziele, die dann ab vorne gesteckt wurden, auch erreicht werden konnten. Und schließlich ein kleiner Ausblick und Fazit. Ganz kurz zu meiner Person. Ich heiße Anna Rieger, bin Anwendungsentwicklerin bei Firma Terrestris in Bonn. Also die meisten von Ihnen haben schon bestimmt mehrere Vorträge von uns im Laufe dieser Konferenz gehört. Wir haben auch einen Stand da vorne im Gebäude drüben. Ich beschäftige mich hauptsächlich mit Entwicklung von Desktop- und mobilen GIS-Anwendungen, also wobei es sowohl um Frontend- als auch um Backend-Entwicklung geht aus dem Open-Source-Bereich. Und was das Geoportal angeht, wessen Teil auch Mapit Ulm-Projekt ist, da war ich die Hauptentwicklerin und quasi Hauptansprechperson, was den technischen Teil angeht. Noch ganz kurz zur Firma Terrestris, also die Folie wurde schon bereits auch mehrmals gezeigt, also im Laufe dieser Tage. Ja, wir beschäftigen uns mit Open-Source-Web-Technologien, machen die Softwareentwicklung, auch die Schulung und Consulting zu unterschiedlichen Themen, entwickeln weiter die Basis-Software-Bibliotheken, solche wie OpenLayers, GXM, GeoExt und so weiter. Also unsere Kunden sind auch im privaten Bereich als auch in der öffentlichen Verwaltung. Wir sind Partner für Dach von Boundless und auch Sponsoren bei mehreren Konferenzen wie Phosphogy oder Phosgis auch dieses Jahr. Ja, so viel zum offiziellen Teil. Jetzt geht es unmittelbar darum, was eigentlich Mapit Ulm-Projekt ist. Das war ein Teil eines größeren Projekts im Auftrag der Stadt Ulm. Wir haben das mit Kooperation mit zwei weiteren Projektpartnern entwickelt, und zwar Firma Geoinformation und Planung, die sich quasi um die Projekthülle gekümmert hat, um das CMS, also Content Management System, und die Firma Wilken AG hat sich dann um die Serverkomponenten, also Serverbereitstellung und Pflege besorgt. Wie gesagt, Mapit Ulm-Projekt, das ist ein Bestandteil von öffentlichen Geoportal Ulm, quasi besteht aus vier Teilen, wobei die drei ersten aufgelisteten, also Stadtpläne, Maps Ulm und Mapit Ulm.de, reine Kartenanwendungen sind und Data Ulm.de, also deswegen steht es hier auch im eckigen Klammern, eine Art von Metadatenkatalog, also von Metadatenportal ist, die dann quasi alle drei Anwendungen zusammenfasst und die öffentlichen Daten dann bereitstellt. Mapit Ulm ist quasi fast die kleinste Schwester von diesen vier Projekten. Und bevor ich dann mit Mapit Ulm anfange, möchte ich auch so die zwei anderen Geschwister vorstellen. So sieht dann die Startseite von Stadt Ulm, Stadtpläne Ulm.de Projekt aus. Das ist ein relativ einfach gestrickter Kartenviewer. Also im linken Bereich sieht man die Kartenthemen, die da zur Verfügung stellen, dann ein paar klassische GIS-Werkzeuge und mehr bietet die Anwendung eigentlich nicht mehr an. Das ist also rein zu Auskunftszwecken gedacht. Das ist die größere Schwester, Stadtpläne Ulm.de. Also was das Layout angeht, das ist eigentlich relativ ähnlich aufgebaut. Man sieht halt auf der linken Seite, dass es jetzt noch mehrere Fachthemen dazu gekommen sind. Und im Vergleich zur Stadtpläne Ulm.de hat man hier die Möglichkeit, dann direkt, also diese Daten, die als Open Data veröffentlicht sind, dann direkt aus dem Client heraus herunterzuladen. Es sind auch ein paar weitere klassische GIS-Werkzeuge dazu gekommen, wie Messwerkzeuge oder Informationen abfragen und Koordinaten abfragen dazu. Und Mapit Ulm ist einerseits sehr ähnlich wie zwei andere Geschwister, so Stadtpläne und Maps.de, weil es eigentlich auch eine Kartenanwendung ist, wo die Daten jederzeit angeschaut werden können. Aber andererseits ist es schon eine
Erweiterung, weil es hierbei um Mitmachaktion oder Mitmachaktionen, weil es durchaus mehrere möglich sind, zu ausgewählten Themen und Interessenbereichen gehen. Das ist im Grunde eine sehr benutzerfreundliche Webanwendung, wie ich jetzt gerade zeigen werde, ist zum Eintragen und Bewerten von freien OpenGeoData. Ist es nichts anderes als Crowdsourcing durch unbeschränkte Bürgerbeteiligung. Die wurde explizit offen geplant. Es heißt, es ist keine Registrierung für Nutzer open, nötig, keine Anmeldepflicht. Das heißt also, jeder, der sich in der Seite, jeder, der die Seite aufruft, kann im Prinzip schon direkt loslegen. Und es sind auch wichtig auch zu merken, dass es keine besonderen technischen Vorkenntnisse nötig sind. Das heißt, also die Seite ist so intuitiv aufgebaut, dass der Nutzer quasi durch jeden Eintrageschritt dann sicher durchgeführt wird. Wobei gezeigt wird, also an der Stelle müssen Sie das und das machen. Sie befinden sich gerade an der Stelle, also so dass es eigentlich kein Problem ist für jeden, auch für den, der nicht aus GIS-Bereich kommt, das alles zu machen. So, ganz kurz zu technischen Hintergründen. Die Anwendung basiert jetzt auf der klassischen Client-Server-Architektur. Clientseitig. Es ist so eine benutzerfreundliche Oberfläche, die hauptsächlich auf drei Frameworks, also JavaScript-Frameworks basiert. Das OpenLayers und GeoXt dienen dann für den Kartenaufbau. So werden dann die Daten dargestellt und mit XJS wurde dann diese Oberfläche dann überhaupt aufgebaut. Und also die Interaktion zwischen einzelnen Elementen auch mit XJS möglich. Auf der Serverseite befindet sich Apache Tomcat mit einer GeoServer-Instanz da drauf, wo auch die OpenMapped Ulm-Data als WMS-Dienst bereitgestellt werden. Und Daten werden gehalten in einer Geodatenbank, in dem Falle PostgreSQL mit dem räumlichen Aufsatz PostGIS. Und das heißt, wenn ein Punkt in der Karte eingetragen wird, wird das durch PHP-Scripting dann direkt in die Datenbank geschrieben. Diese kommuniziert dann mit GeoServer und der dann wiederum den Punkt dann wieder in die Karte direkt wiedergibt, sodass man das Ergebnis seines Werkes, was man da gerade eingetragen hat, direkt in der Karte sehen kann. Die erste Aktion lief nach dem Motto, zeig mir deinen Lieblingsplatz. Die fanden zwei Sommerwochen 2013, also Ende Juni, Anfang Juli. Die Ulmer Projektmitarbeiter haben das nach einem Motto rausgebracht, die Gruppe ist klüger als der Einzelne. Und nach diesem Motto haben sie das Sammeln von beliebtesten Orten in Ulm und Umgebung gestartet. Es wurde nicht nur das Thema vorgegeben für dieses Projekt, sondern auch die Kategorien, in welchen dann die Daten aufgesammelt werden sollten und konnten. Es waren fünf folgende Kategorien: Essen, Trinken, Nachleben, Orte zum Relaxen, Kultur und Sehenswürdigkeiten, sportliche Aktivitäten und schöner Ausblick und Panorama. So übergehen wir schon langsam zum Offline-Demo. So sieht dann die Startseite des Projekts aus. Ist im Grunde in drei Spalten aufgeteilt. Linke Spalte kann man so mit einer Art von Navigationsbereich vergleichen. Da oben, diese 1, 2, 3, da sind die Eintrageschritte. Und in weiterem Verlauf werden wir auch sehen, dass die Darstellung von diesen Schritten sich entsprechend ändern wird. Also je nachdem, in welchem Schritt man sich gerade befindet. Weiter unten ist die Legende, jetzt in dem Falle zugeklappt. Da sind nochmal die fünf zugängliche Kategorien nochmal grafisch dargestellt, damit der Nutzer dann bessere Orientierung hat, was welches Symbol an der Karte bedeutet. Und unten drunter ist noch eine kleine Statistik, welche Punkte bis jetzt da gesammelt wurden und wie viele Interessenten schon bereits an dem Projekt teilgenommen haben. Also man sieht, dass die Zahl von Teilnehmern viel größer ist, ob man das lesen kann, weiß ich nicht, dass die Zahl der Teilnehmer viel größer ist als die Zahl von eingetragenen Punkten. Da sieht man schon vielleicht hier in der Karte. Es gibt auch also diese Gefällt-mir-Funktion. Das heißt, wenn der Nutzer sieht, dass der Punkt bereits in der Karte eingetragen war, konnte er einfach mitliken sozusagen und somit also diesem Punkt dann seine Stimme abgeben. Zentraler Bereich ist die Karte, ist natürlich der größte Bereich. Da im Hintergrund sieht man auch also OpenStreetMap. Das ist ein Dienst, der von der Firma Terrestris auch zur Verfügung gestellt wird. Und nämlich die Mapped-Punkte, also mehr Fachthemen sind da auch nicht vorhanden, um das Projekt nicht zu überlagern. Und der rechte Spalt ist das Eintrag- und Bewerte-Tool.
Das ist im Prinzip die Hauptkomponente von diesem Projekt und das Layout dieses Panels wird sich dann also entsprechend ändern, je nachdem, wo man sich gerade befindet. Also mehr kann man an der falsch kann man bei der Startseite eigentlich nicht machen, weil es nur einen einzigen Knopf, einen einzelnen Button gibt, womit man die Eingabe starten kann. So landet man im ersten Schritt, also da sieht man so ganz oben, dass der erste Schritt ist jetzt blau gehighlightet ist. Und Mitmachaktion fängt natürlich jetzt auch damit, dass man irgendwo in der Karte einfach klicken kann, damit man also die Position seines neuen Punktes einfach setzt. Also gleich danach, wenn man in die Karte gedruckt hat, wird eine Anfrage an die Datenbank geschickt, wobei geprüft wird, ob sich schon irgendwie innerhalb von Umkreis von 50 Metern schon bereits eingetragene andere Punkte befinden. Das dient dafür, um die doppelte Einträge zu vermeiden. Ja, also falls solche Punkte doch gefunden werden, werden sie dann im rechten Teil, im rechten Panel dargestellt. So sieht es dann aus, also wenn man das vergrößert hat. Das ist eine Liste und wenn man mit der Maus dann drüber fliegt, sieht man auch also keine Beschreibung dazu, also was eigentlich das für ein Punkt ist, also nicht nur der Name, sondern auch das Kommentar dazu. Und es besteht auch direkte Interaktion mit der Karte. Also damit man auch so einen besseren Überblick hat, werden dann die betroffenen, gerade überfahrenen Objekte dann in der Karte direkt wieder highlighted, also mit diesen größeren grauen Symbolen. Hier an der Stelle kann man entscheiden, ob man doch einen bereits bestehenden Punkt auch genauso mitliken kann oder doch seinen eigenen eintragen möchte. Dann landet man im zweiten Schritt, also sieht man auch da oben, der heißt Infos hinzufügen. Es ist jetzt eine relativ klein gehaltene Maske, also auch sehr intuitiv aufgebaut. Hier ist der Nutzer aufgefordert, nur drei Attribute auszufüllen. Das ist einmal der Titel, also der Name des Poes. Dann eine der fünf vorgegebenen Kategorien muss hier an der Stelle ausgewählt werden, wobei das Symbol an der Karte sich dann entsprechend dynamisch ändert, je nachdem, was man da genommen hat. Und noch ein kleiner Kommentar dazu, also nicht länger als 500 Zeichen. So ist man schon im dritten Schritt, Angaben kontrollieren. Das ist im Prinzip eine exakte Kopie vom zweiten Schritt, wobei man nochmal die Möglichkeit hat, seine Eingaben zu kontrollieren und gegebenenfalls zu ändern oder zu verbessern. Also in jedem Schritt, auch in diesem und vorigen auch, hat man die Möglichkeit, jederzeit seine Aktion abzubrechen. Da landet man also direkt wieder in der Startseite und kann entweder was anderes antragen oder einfach sich die Daten angucken. Mit dem meinen Punkt Speichern-Button geht dann direkt die Abfrage an die Datenbank, wobei der neue Punkt dann direkt eingetragen wird. Und als Rückmeldung erhält man so diese kurze Nachricht, vielen Dank fürs Mitmachen, Ihr Lieblingsplatz wurde gespeichert. Und da sieht man, dass man sofort nach dieser Aktion dann seinen bereits eingetragenen Punkt direkt in der Karte sehen kann. Zu Projektergebnissen, wie gesagt, wie ich bereits erwähnt habe, lief das Projekt innerhalb von 2 Wochen. Und in dieser relativ kurzen, knappen Zeit wurden 466 POEs gesammelt und das alles nur durch die Bürgerbeteiligung. Es haben direkt nach Projektende also knapp 600 Leute an dem Projekt teilgenommen. Und aktuell, wenn man sich jetzt die Seite anschaut, sieht man, dass diese Zahl schon über 1000 beträgt. Das heißt, also die Seite ist jetzt natürlich nicht mehr so beliebt, wie es zur Projektlaufzeit war, aber sie wird immer noch besucht und Leute interessieren, also Menschen interessieren sich immer noch für die Seite und liken ihre Orte dann immer noch mit. Also diese sehr aktive Bürgerbeteiligung damals wurde unter anderem durch eine sehr breite Ankündigung durch diverseste Medien erreicht. Es gab eine Facebook-Benachrichtigung in Ulmer Gruppe, eine Mitteilung auf Homepage, eine Pressemitteilung. Es gab sogar einen kurzen Fernsehbericht im regionalen Fernseher, wo der Bürgermeister von Ulm selbst, also einen Punkt an der Karte eingetragen hat und ganz begeistert davon erzählt hat, wie cool das ist und quasi alle Menschen dazu berufen hat, das Gleiche zu tun. Es wurde im Großen und Ganzen ein sehr positives Feedback von Teilnehmern haben, vor allem von älteren Leuten, die dann so super begeistert davon waren, dass sie nicht nur in die Karte quasi reinschauen können, sondern auch diese Karte mitgestalten können. Also es war einfach als fast ein Wunder für sie. Und viele Bürger haben auch gemeldet, dass sogar für sie als
Ulmer Bürger gab es also durch diese Karte viele neue Erkenntnisse. Also sie kannten nicht alle Orte in Ulm und durch diese Karte konnten sie dann so durch die Lieblingsplätze so ein bisschen durchklicken und die teilweise sehr interessante Geschichten dazu lesen und dann also wollten quasi die Stadt von neu erkunden. Was technische Seite angeht, wurde ein relativ sauberer Datensatz erhalten. Das heißt also, an der Stelle ist zu erwähnen, dass in der Anwendung selbst keinerlei Editierfunktion vorhanden ist. Das heißt, wenn ein Tippfehler macht oder die Position des Punkts also quasi so ein bisschen fehlerhaft einträgt, dann bleibt der Fehler da halt erhalten. Da, es gab eigentlich relativ wenig Probleme damit. Und falls ein Fehler doch einschleichen werden sollte, dann konnte man sich direkt in der Projektmitarbeit in Verbindung setzen und dann also wurde der Fehler dann fast sofort behoben. Außerdem wurde ohnehin schon tägliche Prüfung und Überwachung von Ergebnissen in der Datenbank durch zuständige Mitarbeiter in der Stadt Ulm durchgeführt, sodass also der Datensatz dann tatsächlich relativ sauber gehalten wurde. Und falls die Einträge dann gelöscht wurden, gab es meistens ein Feedback auf der Projektseite mit ausführlichen Beschreibungen, was eigentlich das gemacht wurde. Schließlich wurden die gesammelten Daten mit den OSM-POE-Daten abgeglichen, ob die Lage stimmt und die Namen und so weiter. Und als Ergebnis dieser Abgleiches wurden dann die Daten anschließend im Geoportal Ulm selbst veröffentlicht. Seitdem stehen sie ständig zur Verfügbarkeit, zur Auskunft, kostenlosen Download und Weiterverfügung. Hier sieht man, wie das Ganze aussieht im maps.de-Anwendung. Hier im linken Themenbaum, wie ich bereits erwähnt habe, kann man direkt den Datensatz herunterladen, dann entsprechendes Koordinatensystem auswählen und dann in allen gängigen Formaten seinen Datensatz erhalten. Auch kann man auch direkt über den Metadatenkatalog, also daten.de, genauso machen. Hier sieht man also keine Beschreibung zum gewählten Datensatz, die Angaben zur Aktualität von Daten, die Lizenzangaben und so weiter, kann man also den Datensatz auch entsprechend hier herunterladen. Es wurden nicht nur die Geodaten selbst aufgesammelt, außerdem wurde auch also eine kleine Rechnerstatistik zur durchgeführten Aktion gemacht. So, es wurden einfach gezählt, wie viele Punkte in welchen Kategorien gab. Und die absolute Gewinner war also Wachturm von der Wilhelmsburg in Kategorie schöner Ausblick und Panorama. Und die meisten Punkte werden dann in Kategorie Essen, Trinken und Nachleben gesammelt. Ja, ein kleines Fazit. Wie gesagt, Mapit Ulm ist ein kleines Projekt zu Crowdsourcing zum ausgewählten Thema. Dadurch wird eine gezielte Aufnahme von Geodaten durch Beschränkung auf für vorgegebene Kategorien gewährleistet, wobei die Nicht-Eindeutigkeiten bei Auswertung und Nutzen von diesen Daten, wenn nicht ganz reduziert, sondern also schon deutlich minimiert werden können. Die Oberfläche war sehr intuitiv und benutzerfreundlich gestaltet, also dass man also sicher durchgeführt werden konnte, auch wenn man also keine Vorkenntnisse in dem Bereich hatte. Und natürlich direkte Zugänglichkeit ohne Anmeldepflicht hat auch die Anwendung für Nutzer sehr attraktiv gemacht. Ich habe bereits gesagt, dass die Daten dann mit OSM-Datensatz abgeglichen wurden, aber eigentlich konnte man das auch gegenseitig, also in die andere Richtung machen, um zu sehen, welche Punkte in der OSM-Karte noch fehlen und diese dann gegebenenfalls dann später mit den eingetragenen Mapit-Punkten ergänzen. Und wie gesagt, das war eine an sich angeschlossene Aufgabe, dieses Projekt auch durchzuführen und weitere Aktionen, die nach dem gleichen Prinzip aufgebaut werden, sind jederzeit möglich. Es muss lediglich das Thema ausgewählt werden und die Kategorien dazu, in denen man sich einschränken möchte. Das war schon meinerseits. Danke. Ja, dann erstmal danke für den aufschlussreichen Vortrag. Gibt es Fragen? Ja. Die Kooperation mit OpenStreetMap. Habt ihr die Daten dann rübergenommen in die OpenStreetMap-Datenbank und wenn ja, wie funktioniert das? Das weiß ich leider nicht. Also ich habe jetzt nur die technische Umsetzung durchgeführt des Projekts gewährleistet und was dann die Übergabe dieser Daten dann an OSM bzw. zurück das angeht, das hat schon die Stadt Ulm selbst gemacht. Aber ich weiß, dass sie dann einen Stammtisch haben auch in Ulm und sehr eng kooperieren auch mit der OSM-Community da und es ist deswegen durchaus möglich, dass die Daten auch teilweise dann in die OSM-Datenbank übernommen wurden. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ja.
Hattet ihr Probleme mit, was man im OSM-Umfeld Spam und Vandalismus nennt? Ich habe sie leider akustisch nicht verstanden. Habt ihr Probleme gehabt mit, was man im OSM-Umfeld Spam und Vandalismus nennt? Also unsinnige Nee, Einblick. Haben wir nicht. Also wir waren eigentlich daran gefasst, dass sowas kommen könnte. Weil vor allem also die Anwendung war offen, wie gesagt, also keine Registrierung, keine Anmeldepflicht und wir wissen halt nicht, wer von Nutzern welchen Punkt eingetragen hat, aber es ist nicht dazu gekommen. Aber wir waren bereit eigentlich, also für sowas. Ist zum Glück nicht passiert. Gibt es weitere Fragen? Ja. Gibt es Ansätze, das Verfahren anderswo einzusetzen oder so zu professionalisieren, dass Sie damit vielleicht so Einsätze koordinieren können oder anderes? Ich habe mal in Rostock gesehen, da wurde für die Müllabfuhr, konnten Bürger so wilde Ablageplätze für Sperrmüll oder sowas melden oder Defizite an Bushaltestellen oder anderes. Gibt es da Überlegungen? Ja, es ist durchaus möglich, also basierend auf diesem Projekt, werden jetzt weitere Projekte schon bereits mitentwickelt. Wir haben jetzt mit Kooperation mit Ostwürttemberg ein Projekt gestartet, wobei es um Landschaftsplanung geht, wobei die Bürger auch ihre Meinung dazu teilen können, was ihnen an jetzigem Zustand nicht gefällt. Sie können das entsprechend, also Orte, die ihrer Meinung nach geändert werden sollen, auch mappen und dazu ihre Meinung hinterlassen. Also es gibt durchaus Gedanken, das weiter zu pflegen. Also nicht unbedingt in so einem relativ kleinen, geschlossenen Projekt. Es kann beliebig weiter ausgebaut werden. Ja, ist möglich. Gut, weitere Fragen? Ja. Wie habt ihr denn Teilnehmer definiert? Du sagst, es sind über 1000 Teilnehmer. Ist nur jemand, der ein Poi erzeugt hat, ein Teilnehmer oder auch jemand, der liked oder generell Seiten? Beides. Das ist die Summe von beiden. Deswegen ist die Zahl von Teilnehmern auch viel größer als die Zahl von Pois in der Karte. Weil mit jedem Like wurde der Zähler um 1 erhöht. Also im Prinzip quasi jetzt, wenn es ein Teilnehmer von der gleichen IP-Adresse mehrfach geliked hätte, würde er auch als mehrere Teilnehmer gezählt. Ja. Okay. Gibt es weitere Fragen? Okay, das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in durchaus etwas großzügige 6-Minuten-Pause.